Hallo Leute und willkommen zu GTA 5. Beim letzten Mal habe ich ja $500.000 bekommen und mir gleich ein Apartment gekauft und eine Kokette. Es hat sich vorausgestellt, diese Summe, die ich bekommen habe, war nicht aus dem Grund, weil ich so ganz doll lieb zu Rockstar bin, nein. Sondern, weil es eine allgemeine Entschuldigung ist für die Spieler, dass halt eben der Release von dem Online-Modus klein wenig chaotisch war. Das habe ich auch zufällig rausgefunden, was das Geile daran war. Und vor allen Dingen aus dem Grund. Ich habe noch nicht mal danach gesucht, okay? Ich habe einfach nur nach GTA 5 Online-Tipps und Tricks gesucht. Das war alles. Ja, Leute, ich habe das wirklich gemacht. Was soll ich sagen? Also, ich habe mir jetzt schon einige Karren gekauft. Unter anderem die Bullet, die Banshee und den Kometen. Was soll ich sagen, Leute? Ah, Gott, hat der Typ mich gerade immer schocken. Es war so, und zwar, dieser Online-Wellen-Modus. Okay, danke. Ich habe jetzt ein bisschen den Wellen-Modus durchgenudelt, habe da halt ein bisschen was verdient und konnte halt dementsprechend auch mir neue Karten kaufen und dann wieder mein Leben hassen, weil ich vor allen Dingen das ganze Geld wieder ausgegeben habe. Hier, wie man sehen kann, das ist übrig geblieben, und zwar $2.375. Aber jetzt heißt es erstmal wieder auf den normalen Trip zu gehen, und zwar Geld zu verdienen und den Wellenmodus zu meiden, weil ich den gerade absolut hasse. Was soll ich sagen, Leute, ist eine gute Methode, Geld zu verdienen, aber wenn man es zu häufig macht, nervt es einfach nur. Und deswegen werde ich jetzt wieder einen Laden überfallen, weil das ja zu selten vorkam. Nein, Spaß. Mir geht es eigentlich nur darum, auch ein bisschen RP zu verdienen, und da ist halt der Laden gerade richtig, wenn man halt jedes Mal ein Fahndungslevel bekommt. Yes. Hey! Ich würde ja... Immer mit Ruhe. Also, ich würde ja am liebsten Geldtransporter überfallen oder Simeon Fahrzeuge bringen, aber das Problem ist halt eben, Geldtransporter sind bei mir so selten geworden aus irgendeinem Grund, und ich weiß eigentlich nicht ehrlich gesagt warum. Das mit dem Simeon, der meldet sich auch nicht mehr, und ich krieg die ganze Zeit so eine Meldung: Du hast das angeforderte Fahrzeug für Simeon nicht abgeliefert. Und ja, Leute, ich musste gerade eben so reden. Es ist einfach nur schrecklich. Da 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 da. Und dafür habe ich eigentlich so ziemlich mein meistes Geld ausgegeben. Hey, Polizei! Ach, bevor ich es vergesse, ich habe jetzt 40% Panzerung, und das ist ziemlich gut, wie ich finde. Das Problem ist halt, ich glaube, selbst bei 100% kriegt man nicht gepanzerte Scheiben, was mich jetzt ein bisschen unglücklich macht, aber dann wiederum wäre es auch ein klein wenig unfair gewesen. Und Leute, ich kann euch eins sagen, diese Huffbomben sind so ziemlich immer ein Arschretter. Das wollte ich jetzt nicht machen. Aus einem Grund, wenn euch jemand verfolgt und ihr habt gerade eben die Chance, das hier zu machen, Bup. Und er merkt es nicht und er verfolgt euch weiter, kann man einfach das dann machen. Und das ist einfach zu schön. Ich habe eigentlich mir überlegt, ob ich nochmal neu anfangen soll. Ja, Leute, ich weiß, ich habe wirklich einen Fetisch dafür, die ganze Zeit nochmal neu anzufangen und hart Geld verdienen zu müssen. Gott, Deutsch, bitte komm wieder zurück. Das weiß ich, Leute, aber es ist halt eben eine Krankheit, was soll ich sagen? Aber ich habe es jetzt dann erstmal gelassen, weil der einzige Grund, warum es sich jetzt lohnen würde, das zu machen, wäre, man könnte da ein Fahrzeug kriegen, und zwar ein, ich glaube, Cheval Acea. Das ist die einzigste Möglichkeit, diesen Frontantriebler zu kriegen. Und ich kann euch eins sagen, Leute, ich mag schon Frontantriebler, aber beim Start nerven die mich einfach nur. Man muss nur ein bisschen lenken. Und dann sieht man die ganze Zeit, wie das Fahrzeug damit zu kämpfen hat. Zumindest, wie ich finde. Aber jetzt heißt es erstmal hier, Laden überfallen. Ich bin halt eher ein Fan von Heckantrieblern, auch wenn das nicht immer vorteilhaft ist. Mach einfach deine Arbeit, okay? Du brauchst dich doch nicht selber zu hassen, ne? Dafür bin ja ich da. Und Leute, wisst ihr, was sowieso so originell ist? Ja, danke. Und zwar, ein paar GTA-Parts sind flöten gegangen, dank meines Render-Programms. Weil ich habe zwei verschiedene Versionen von Camtasia.
aus einem Grund. Weil ich habe noch einen älteren PC, der so ziemlich nie an Online-Sachen angeschlossen wird. Und damit rendere ich eigentlich meine Xbox-Sachen, weil das Camtasia, was ich auf meinem neuen PC drauf habe, es kommt einfach nicht damit klar. Es kommt nicht damit klar, Sachen zu rendern. Es braucht eine halbe Ewigkeit, bis ich überhaupt die Datei reinziehen kann und überhaupt bearbeiten kann. Dann braucht es wieder eine Zeit, bis ich überhaupt was machen kann. Leute, es ist einfach nicht schön. Deswegen sind auch ein paar GTA Online Parts flöten gegangen. Tut mir echt leid für diese kleine Unterbrechung, aber die musste jetzt erstmal sein. Na, das wollte ich doch jetzt mal nicht machen. Immer mit der Ruhe. Ich will doch bloß deinen Trailer in die Luft jagen. Upsala. Was zur... Ich dachte schon, dass das Teil das überlebt. Oh nein, komm schon, lass mich einfach in die Garage reinfahren. Ich erschieß doch niemanden. Was soll ich denn noch tun? Raubüberfall und jemanden erschießen? Dann lasst ihr mich gehen, oder was? Ich glaube dann erst recht nicht, aber naja, scheiß drauf. Oh. Einfach weg. Also ich glaube, von der Geschwindigkeit her dürfte der Helikopter locker hinterher kommen. Oh, hey. Was zum Geil ist das für ein Spawner? Pickups und Jeeps. Nein. Oh nein, 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 nein. Hör auf, dich zu drehen. Und der Helikopter hat mich wieder eingeholt. Habe ich eigentlich die Haftpumpen ausgewählt? Ja, jetzt. Sehr gut. Nein, Leute, ich habe jetzt nichts Böses damit vor, aber mir geht's nur darum, wisst ihr, Selbstverteidigung mit Haftbomben. Ja, das hört sich wirklich komisch an, aber trotzdem, das muss sein. Warum sind hier so viele Polizisten? Lass es! Ihr seht mich nicht! Im Ernst jetzt. Ich meine, sehr gut, dass sie mich reingelassen haben, aber wirklich? Also, entweder war das jetzt nicht so geplant, dass noch die Anzeige noch blau und rot ist. Ich achte dann nicht wirklich darauf, welche Farben das hat. Oder das Spiel war jetzt so freundlich und hat mich trotzdem reingelassen. Oh, Chicago. Deck der Big. Ach, scheiße, ich bin gerade eben bei einem anderen Part. Scheiß drauf. Aber es ist ein schönes Lied. Ja, aber gleich danach kannst du es machen. 4 Sterne! 4 Sterne! Für was? Nur weil ich gerade eben hier eine Serie von... Du dreckige Aargeige. Nur weil ich gerade eine Serie von Überfällen mache. Ach komm schon. Das macht doch jeder. Es ist doch so hip und trendig geworden. Ah, scheiß drauf. Jede Ausrede, die ich gerade eben benutze, ist so scheiße. Lalalala. Aber zum Glück versuche ich hier nicht mit dem Pickup zu entkommen. Weil man schafft es eigentlich kaum. Vor allen Dingen mit dem. Auch wenn ich diesen Pickup sehr arg mag und ihn jetzt ziemlich aufgetunt habe. Trotzdem, man schafft es einfach nicht, einen Helikopter damit zu entkommen. Polizeifahrzeuge an sich eher. Nein! Nein, 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 nein. Ach. Ja. Mein Leben. Es ist einfach manchmal zu schön, um wahr zu sein. Ich könnte mich ja jetzt hier im Busch verstecken. So. Geht weg, böse Geister. Ich bin hier. So, Kanister, Granaten, Haftbomben. Oder... Ja, ich weiß, dass eine Haftbombe stand, aber trotzdem. So, nochmal ducken. Ja! Wahrscheinlich hat es einen großen Plansch gemacht, als ich da unten reingefahren bin. Aber woher wisst jetzt die Polizist, dass ich ausgerechnet hier bin? Oh nein. Die braucht nur ein bisschen näher zu kommen, dann bin ich am Arsch. Oh, SWAT! Hey, schaut mich an! Ihr kennt mich jetzt nicht mehr. Das ist einfach zu schön. Oh Mann, 4 Sterne. Man muss sie einfach lieben. Ich glaube, zukünftig soll ich doch, wenn ich Raubüberfälle mache, ein billigeres Fahrzeug nehmen. Also kurz gesagt, wenn es drauf geht, dass ich nicht 1700 zahlen darf.
Aber ich muss jetzt erstmal nachgucken. Warum jetzt noch die 25 Dollar dazu? Wegen dem Wasserschaden. Ich werde jetzt erstmal den Mechaniker anrufen. Ja, so. Einfach irgendwie ein Muscle Car oder ein Fahrzeug, was sich einfach zu teuer ist. Wenn ich schrotte. Phoenix, Orakel. Kann ich was nehmen? Und hier kann man schon sehen, welche Fahrzeuge ich nochmal habe. Und zwar den Banshee, Bullet, Comet. Hat mich ziemlich viel gekostet. Und ja, diesen komischen Van. Ich habe jetzt endlich einen gefunden, den man einspeichern kann und tunen kann. So, ach, ich nehme einfach den hier. Der kostet nur 265 Dollar, glaube ich, wenn der drauf geht. Ja, Lieferung anfordern. Warum kann ich jetzt nicht mehr aus diesem Menü raus? Okay. Was soll jetzt das? Au. Kannst du mal kurz warten, ne? Dann werde ich dich vermöbeln, okay? Fuck off! Gott, du dreckige... Warum geht das Menü nicht mehr weg? Komm schon, ich will doch bloß ein Fahrzeug. Dein Gesicht werde ich merken. Schon wieder no way. Oh Gott. Ach, wisst ihr was, mit dem Schalldämpfer ist es irgendwie lustiger. So, steht da drüben ein Fahrzeug? Nein, das war bloß eine Illusion. Sehr toll. Und ja, Leute, ich habe gerade eben den Typen erschossen, weil er mich angepisst hat. Was soll ich sagen? Erst no way sagen und danach aggressiv werden. Wenn es außersehen war, ha? Auch wenn sie wirklich so war und ich es vielleicht ein bisschen zu laut gesagt habe, aber trotzdem. Ich hasse meinen Mechaniker. Ich will ihn umbringen. Er schickt mir keine Fahrzeuge. Ich habe ihm doch nichts angetan. Hey, kann ich danach dein Fahrzeug haben, wenn ich meins nicht kriegen kann? Soll ich dann vielleicht die... nein, ich will eigentlich den hier. Leck mich. Ist dir das eigentlich bewusst? Nein, du wirst jetzt erstmal an... Oder auch nicht. Die kann glücklich sein, dass er... Oder dass ich glücklich schätze, meine Güte, Deutsch. Dass ich jetzt keinen Wagen habe. Weil sonst hat es ja auch jetzt sehr schnell eine Haftbombe dran gehabt. Und wenn ich vor allen Dingen nicht das Menü dran hätte. Ein schönes Fahrzeug hast du hier. Das wollte ich eigentlich mal einspeichern, aber ja, so viel zum Thema. Ah, Gott, das ist eine schlechte Angewohnheit. Ah, das wollte ich gleich wieder anschalten. East Los FM, Leute. Ich will nicht gemein sein, aber ich muss es. Ich habe mir eine Dauerschleife mal davon angehört, unfreiwillig fast schon, aber ich habe es nicht mehr ertragen. Ich wollte mich umbringen. Weil ich mag eigentlich spanische Musik oder portugiesische, aber... Ne, warte mal. Ich meine eigentlich mit portugiesisch die Sprache, weniger das Land. Ach, egal. Jedenfalls, ich mag eigentlich diese Musik. Musik schon ziemlich gut. Aber es ist halt eben so. Diese Version von East Los FM. Ich weiß nicht. Ah, Gott, Kokette, warum musstest du mir das antun? Irgendwie... Hätte ich das bisschen genau sehen müssen, dass es nicht nur eine Pfütze ist. Ja, Leute, ich bin manchmal blind, aber das hatte, glaube ich, in dem Moment nicht wirklich viel zu tun gehabt. Oh, was war denn da vorne? Eine Straßensperre. Oh, ja. Das hat gut getan. Genau deswegen liebe ich eigentlich auch Pickups und SUVs. Und deswegen nehme ich die auch manchmal sogar, ne? Aber es wird halt eben zu einem Problem, wenn man schnell mit diesen Teilen fliehen will. Weil das ist jetzt nicht so dann der Fall. Komm schon, komm schon, komm schon. Das meiste, was mich eigentlich an 3 und 4 Sternen nervt, sind eigentlich die Helikopter. Gefolgt bei 4 Sternen von diesen SUVs mit den SWAT-Mitgliedern dran. Sehr gut. Ich liebe einfach den Sound von dieser Corvette. Ich liebe sie einfach nur.
Oh. Ach ja, der gute alte Passivmodus. Den meinte ich gerade eben auch, weil er mir eigentlich mal nicht geholfen hat, sondern eher eine Blockade war. Wow. Bin trotzdem gestorben, aber konnte keine... Ne, warte mal. Jetzt haben wir besser erklärt, und zwar... Ich konnte erschossen werden und in die Luft gejagt werden, aber konnte trotzdem keine Waffe dann betätigen. So geil war der Passivmodus. Und Leute, versteht mich nicht falsch. Ich meinte jetzt nicht Welttote. Ist ja auch so eine gute Erklärung. Nein, sondern ich meine eigentlich von anderen Spielern umgebracht zu werden. Das ging komischerweise. Bei dem Passivmodus. Also entweder haben die da was geändert oder... Da ist doch klein wenig was passiert, was hätte wirklich nicht sein müssen. Ja komm schon, Helikopter, du siehst mich. Zwei Helikopter, für was? Nur weil ich mit 300 Sachen hier entlang schieße. Der Typ ist wirklich gut weggesprungen, das muss ich ihm lassen. Oh, scheiße. Hätte mich nicht auf die Hupe konzentrieren sollen. Hallo. Ja, Vater ging, sehr gut. Was? Ach scheiße, er hat's bloß gestriffen. Die haben wirklich die Alien-Karre. Oder zumindest einer von denen. Das muss ich jetzt so mal sehen. Tatsächlich. Das ist ja mal nice. Ja. Komm schon. Lass mich rein. Sehr gut. Gut. Vielen Dank, aber das sind eigentlich immer noch die Standardfelgen. Okay, jetzt habe ich mein Fahrzeug wieder so weit geschrottet, dass die Reparatur über 400 Dollar kostet. Aber deswegen hat man ja auch Mechaniker, dass er sich jeden Tag dran machen kann, die Fahrzeuge zu reparieren. Oh ja. Es tut mir wirklich leid, dass ich heute ein paar Orgasmens nach einem anderen bekommen habe, aber... Dieses Fahrzeug ist klein wenig selten und kostet 8500, oder kann man für diesen Preis verkaufen. Ja, wenn es 8500 kosten würde, dann wäre es eigentlich ziemlich günstig. Okay, warum auch immer ich jetzt einen Stamm bekommen habe, weil eigentlich war nichts in meiner Nähe. Obwohl ich schon fast weiß, dass ich es nicht verkaufen kann, ne? Soll ich es trotzdem machen? Ja, so viel zum Thema. Wäre jetzt meine Garage nicht schon so voll, dann würde ich eigentlich dieses Fahrzeug einspeichern. Weil der hintere Teil von dem Fahrzeug mir ziemlich gefällt. Der vordere Teil jetzt leider weniger, aber nun ja, was soll ich sagen. Ah ja, ich verstehe, was du machen wolltest. Drecksfaggot! Ich meine, lass es bitte! Nein, wisst ihr was? Nein, ich kann das nicht akzeptieren. Hab ich das? Scheiße! So, komm schon, Half-Bomb-Match! Oh, scheiße! Scheiße! Wow! Okay, wisst ihr was? Das ist bloß verschwenderisch. Ursprünglich dachte ich eigentlich, der Typ will seine Karre zeigen. Aber dass er mich in die Luft jagen wollte, das habe ich jetzt eigentlich auch nicht gewusst. Oh, ja. Ich liebe es einfach wieder, in der normalen Lobby zu sein. Weil es einfach ein paar Arschlöcher gibt, die eine so etwas abziehen wollen oder antun wollen. Wie gesagt, mein Deutsch ist heute für den Arsch. Hallo. Diese Hupe kommt mir sehr bekannt vor. Komm, ich will nicht zu weit... Oh Gott, hat der mich gerade... Der Typ rechts von mir. Er hat mich erschrocken. Zum zweiten Mal schon heute. Upsala! So, komm schon weiter. Das Problem ist jetzt, bei mir kommen jetzt hier im Durchschnitt 30 Gegner, die ich ausschalten darf. Und das ist ziemlich viel. Und es ist auch ziemlich viel Munition, die dabei flöten geht. Vor allen Dingen, wenn man nicht die mit einem Schuss erledigt. Komisch, das hat eigentlich eher gewirkt, als hätte ich 3 Schüsse abgegeben als eine. Ich hab noch 2 Haftbomben, okay, sehr gut. Wie hat er meinen Rücken getroffen? Auch wenn ich so gemacht habe, aber mein Rücken ist eigentlich immer noch in Deckung gewesen. Nein, mein Fahrzeug wird nicht als Deckung benutzt, aber danke für den Vorschlag.
Nein, lass mein Fahrzeug, goddammit! So, komm schon. Jetzt warte ich so nett auf euch und ihr kommt trotzdem nicht. Aber normalerweise seid ihr die Ersten, wenn ich ein bisschen näher dran bin, um mich zu überrennen. Ja, jetzt! Okay, jetzt muss ich mein Fahrzeug als Deckung benutzen und ich habe keinen Bock zu verrecken. Ja, jetzt da! Sonst noch jemand? Oh, ist jetzt noch einer, sehr gut. Das waren jetzt aber keine 30. Einfach nur zu schade. Man hätte so viele Sachen aufsammeln können. Um genau zu sein, 15 weniger. Was zur Hölle. Juhu, ich habe 500 Erfahrungspunkte bekommen. Yay. Und Kiste. Sehr gut. Und so viel ich weiß, ist da unten auch noch eine Kiste. Aber bevor ich da runtergehe, werde ich hier noch alles aufsammeln. Auch wenn es nicht wirklich viel ist, aber... Leute, klein viel bringt auch viel. Ich habe diesen Satz auf jeden Fall mal ein bisschen durcheinander gebracht. Wie mein Deutsch heute. Gott, Leute, es tut mir echt leid, aber... Manchmal habe ich einfach solche Phasen, wo Deutsch sprechen zu dem schwierigsten wird, was ich je getan habe. Und es klingt irgendwie eigentlich eher komisch, wenn ich so formuliere. Ah, well. War es eigentlich da unten? Ich weiß es nicht mehr ganz. Ah, ja, sehr gut, da unten. Ay, caramba. Magazin ist sehr gut, dann sind sie für die AK.